Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel des FC Würzburger Kickers gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Gästetrainer Klaus Schomm, links zu meiner Seite, und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Stefan Schmidt. Klaus, wie haben Sie diese 90 Minuten hier in Würzburg gesehen? Ja, erstmal Servus miteinander. Grundsätzlich glaube ich recht intensiv. Die erste Halbzeit, da waren wir nicht ganz zufrieden, was so den Moment der Offensive anbetrifft. Da haben wir, glaube ich, haben wir viel unnötige Ballverluste gehabt und ja, ihr kamt auch zu den diversen Chancen. Ich glaube, im Nachgang betrachtet hat das natürlich das schnelle Tor von Steffen Hein nach der Halbzeit unglaublich in die Karten gespielt und hat auch für deutlich mehr Ruhe gesorgt bei uns im Spielaufbau und im Ballbesitz. Und ich glaube, das 2-0 war dann eigentlich die Konsequenz daraus. Und ja, dann konnte man den Vorsprung dann auch über die Zeit retten und ja, sind natürlich sehr, sehr glücklich. Vielen Dank für die erste Einschätzung, Stefan. Dein Statement zum Spiel. Ja, Glückwunsch an dich und an deine Mannschaft. Ich denke, dass, so wie du es gesagt hast, in der ersten Halbzeit, es war ein sehr, sehr intensives Spiel mit hohem Tempo. Beide Mannschaften haben ja, defensiv organisiert gewirkt. Und wenig Torchancen zugelassen. Der Knackpunkt war einfach das 0-1, so wie das Tor fällt, auch in der kuriosen Art und Weise. Ich habe das gerade eben nochmal gesehen. Da steht vielleicht ein Stürmer dann an der richtigen Stelle. Für uns war es einfach extrem bitter, dann zu diesem Zeitpunkt dann auch zurückzuliegen. Und spätestens nach dem 0-2 war es heute so gewesen, dass im ersten Heimspiel, dass auch die Mannschaft nicht mehr 100% davon überzeugt war, zurückzukommen. Und empfand ich so, jetzt über 90 Minuten unser schlechtestes Heimspiel. Und wir waren insbesondere in der Offensive, waren wir nicht präsent, wir haben kaum Torchancen kreiert. Und gerade insbesondere, wenn du zu Hause spielst, dann ist es einfach wichtig, Druck zu erzeugen und dann über diesen Druck auch nach vorne sich zu entwickeln. Das haben wir heute nicht geschafft. Und dementsprechend dann ein Spiel, was sehr, sehr, sagen wir mal, an Torchancen sehr, sehr arm war, dann auch wurde gegen uns entschieden. Und trotzdem, und das ist halt wichtig, auch zu erkennen, ja, wir sind in den Heimspielen, sind wir in dieser Saison aber schon länger nicht erfolgreich, und deswegen gibt es natürlich auch den Frust seitens der Fans, den ich zu 100% auch nachvollziehen kann. Wichtig ist halt nur, und das wird auch gerade insbesondere für das nächste Heimspiel gelten, was dann aber erst in ein paar Wochen sein wird, dass einfach die Mannschaft unterstützt wird, weil wir sehen selber, dass die Mannschaft im Heimspiel nicht zu 100% mit breiter Brust aufläuft. Danke. Vielen Dank für die Einschätzungen. Fragen der Kollegen, einfach ein kurzes Handzeichen. Das ist Frank Rane wieder von der Mainpost. Herr Schmidt, wovon waren Sie denn am Ende mehr enttäuscht, von dem Resultat oder von der Art und Weise des Auftretens Ihrer Mannschaft? Also erstmal ist das Resultat, darüber haben wir ja gesprochen, enttäuschend, das ist doch ganz normal. Wenn du so viel vornimmst, auch insbesondere vor der Länderspielpause, wir sind durch die englische Woche gegangen und waren stabil. Das waren wir heute, insbesondere nach dem 0-2 dann nicht mehr, weil wir einfach eben das erste Mal nicht mehr dran geglaubt haben, zurückzukommen, und das hat man auch gesehen. Und gegen einen starken Hachinger Gegner, der meines Erachtens mit die ballsicherste Mannschaft in dieser Liga ist, ist es dann auch schwierig, dann hinterherzulaufen jedes Mal. Und das war heute auch der Fall. Ansonsten glaube ich einfach, und das werden wir schon in 3 Tagen zeigen im Pokalspiel, dass wir jetzt eine Runde weiterkommen wollen unbedingt in Rosenheim, und dann haben wir die Länderspielpause und dann haben wir viel aufzuarbeiten und werden dann aber auch mit einem neuen Gefühl ins Auswärtsspiel gehen. Noch eine Nachfrage. Ihr Kapitän Sebastian Neumann hat vorhin gesagt, er übernimmt die Verantwortung für die mangelnde Einstellung, mit der die Mannschaft ins Spiel gegangen wäre. Wie sieht es da bei Ihnen aus? War das auch Ihr Eindruck? Und wer trägt dafür eigentlich die Verantwortung? Also in erster Linie trägt immer einer die Verantwortung am Ende, und das bin ich, der Trainer. So. Und das ist so. Was das anbetrifft, ich glaube, in der ersten Halbzeit brauchen wir über Einstellung nicht zu sprechen, sondern einfach darüber,
Wir haben in der Defensive sehr, sehr gut gearbeitet, so gegen einen der offensiv stärksten Mannschaften dieser Liga, und das wussten wir auch. Und wir haben das bis auf die erste Aktion noch 2 Minuten Chance, haben wir das sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Aber darüber hinaus haben wir unsere Offensivqualitäten heute überhaupt nicht zur Geltung gebracht. Und ich denke, diese Balance hat uns gefehlt. Dann musste in der Halbzeit auch noch Orhan Ademi raus, weil ihm schwindelig war, und in der zweiten Halbzeit dann haben wir es trotzdem, trotz auch einiger Wechsel, es nicht geschafft, da einfach unser Offensivpotenzial, was wir zweifelsohne auch schon bewiesen haben, heute einzusetzen. Und deswegen würde ich das etwas relativieren. Ich glaube nicht, dass es an der mangelnden Einstellung lag, sondern an der Art und Weise nachher, wie wir einfach unsere Balance zwischen Defensive und Offensive nicht gefunden haben. Vorne war Michael Fürst noch von der Fränkischen Nachrichten. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, Sie können den Frust der Fans nachvollziehen. Einige haben auch gerufen, Trainer raus. Wie gehen Sie selbst damit um, und was denken Sie darüber? Ja, ich habe ja gesagt, dass das ganz normal ist. Also du hast jetzt das gesamte Jahr hier in diesem Stadion kein Heimspiel gewinnen können. So, und dass jeder, der Woche für Woche auch mit uns fiebert, dann ins Stadion kommt und einfach auch mal dieses Gefühl haben möchte, ein Heimspiel zu gewinnen, genauso wie die Mannschaft auch. Und das ist doch ganz normal. Und deswegen kann ich das auch zu 100% nachvollziehen, dass eben der Frust da ist. Und die Antwort, wie man es verbessern kann, da sind wir natürlich als Mannschaft als erstes gefordert, weil wir einfach auch die Voraussetzungen schaffen wollen in dem Heimspiel. Und aber nachher geht es nur gemeinsam, ja, gemeinsam mit den Fans, um einfach auch diesen jetzt etwas größeren Bock umzustoßen, was wir bisher nicht geschafft haben. Und wir werden einen neuen Anlauf nehmen, und das werden wir schon gegen Wiesbaden noch zeigen. Keine mehr Fragen mehr sind, dann sage ich danke fürs Kommen. Diejenigen, die uns nach Rosenheim mitbegleiten, dann am Dienstag eben in Rosenheim. Unterhaching, weiteren guten Saisonverlauf, gute Heimreise, und bis das nächste Mal dann. Danke.